Die The Sims 4 Zusammenwachsende Erweiterung wurde endlich frisch veröffentlicht, welche ich in diesem Video angespielt und ausprobiert habe. Meine ersten Eindrücke und Gedanken gibt es jetzt. Ich habe das Gefühl, es gab schon lange nicht mehr eine Erweiterung für The Sims 4, die bei so vielen Leuten Vorfreude ausgelöst hat wie das Zusammenwachsende Erweiterungspack. Das Thema ist ja auch allgemein in der Sims-Reihe sehr relevant. Es gab auch schon viele, die gemeint haben, dass dieses Pack zu eines der Basic-Packs neben Hunde und Katzen und Jahreszeiten so ein bisschen werden könnte. Und ich würde sagen, wir schauen uns heute mal die neuen Inhalte des Packs an. Neu im Erstelle einen Sim-Modus sind natürlich wie immer auch neue Sachen für die Sims. Wow, ich muss sagen, diese Frisur gefällt mir jetzt schon spontan sehr gut. Hier in zwei verschiedenen Varianten, einmal mit Muster, einmal ohne. Die hat doch irgendwie was. Ich mag irgendwie so dieses Fluffige so ein bisschen. Das gefällt mir sehr gut. Die Frisur könnten wir bereits schon so im Spiel gehabt haben, aber an sich mag ich dieses Lockige und dieses nach rechts geschlagene hier eigentlich doch ganz gerne. Ich finde es ganz spannend. In letzter Zeit bringen die Entwickler ganz viele Frisuren mit diesen Härchen hier so vorne irgendwie mit rein. Und boah, das ist schon auf jeden Fall hier ein ordentlicher Zopf hier oben. Es sieht auf jeden Fall sehr cool aus hier mit diesem... Ich weiß nicht mal, wie man das beschreiben soll. Reingefrästen so ein bisschen, das gefällt mir echt ganz gut. Die sieht, finde ich, wirklich sehr außergewöhnlich aus. Diese hier ist ebenfalls neu. Also in diesem Pack sind erstaunlich extravagante Frisuren mit drin. Dadurch, dass dieses Thema erstmal, wenn man da so ein bisschen dran denkt, finde ich, wirkt es doch so ein bisschen so, als wären in dem Pack eher so klassischere, sagen wir mal ein bisschen langweiligere Objekte drin. So ein bisschen das, was man früher getragen hat. Aber das ist hier wirklich nicht der Fall. Okay, hier nochmal quasi die gleiche, bloß in gefärbt. Ich mag diese Highlights hier oben. Das sieht doch auf jeden Fall ganz cool aus. Schauen wir mal weiter. Was stehen denn so für neue Klamotten zur Auswahl? Auch finde ich immer sehr wichtig. Das hier sieht dann doch eher weniger ausgeflippt aus, aber es passt perfekt zum Thema. Wenn wir einmal diesen Oversized-Pulli bekommen, so sieht es so ein bisschen so aus. Ah ja, von den Farben haben wir hier doch eine solide Auswahl. Ein bisschen eher wärmere Töne. Na okay, auch ein paar kältere. Das war jetzt nicht so ganz richtig. Wir haben dieses neue Oberteil bekommen. Wir haben dieses hier bekommen. Aber ich habe jetzt mal eine kleine Frage an euch. Könntet ihr diese Sachen, die wir jetzt hier so im Erstelle einen Sim-Modus bekommen, allgemein mittlerweile noch auseinanderhalten? Also ich muss zugeben, die Sachen sind echt cool, aber es gibt schon oft häufig Überschneidungen, aber es ist ja auch irgendwie ganz logisch. Das liegt nicht daran, dass die Entwickler da irgendwie keine Ideen mehr haben oder zu faul sind oder sonst irgendwas. Aber ganz ehrlich, es könnten ja schon fast für Frauen fast 200 Oberteile sein oder so. Da muss man dann ja auch erstmal eine neue Idee haben, die es so auch noch nicht im Spiel gab. Okay, das hier hat irgendwie was. Ich mag diese Streifen. Das sieht so ein bisschen ganz leicht 80er-mäßig aus, wenn ihr wisst, was ich meine. Das ist auch so eine Kombination hier aus zwei Sachen. Ich glaube, so eine Länge haben wir auch nicht so oft bei Oberteilen. Ich glaube, diese Farbkombination ist bei diesem Oberteil wirklich mein Favorite. Muss ich sagen, ach, das sieht auch echt schön aus. Ich mag diese pastelligen Farben sehr gerne. Dann hier wieder so ein Basic-Oberteil. Ja, ganz ehrlich, sowas muss es auch ab und zu geben. Aber hier auch ganz cool mit den Details. Ich glaube, im Basisspiel wären diese kleinen Ringe hier nicht mit im Spiel gewesen. Ich bin ja jetzt sowieso nicht der Mode-Crack. Aber dieses Oberteil gefällt mir eigentlich auch ganz gut. Sieht hier so, erinnert mich auch wieder so ein bisschen an so 80er-Sachen hier mit diesen... Gab es ja immer diese Schulterpolster. Das sind natürlich keine Schulterpolster. Aber so ein bisschen von... Wie es so ein bisschen wirkt, sind da durchaus Parallelen zu erkennen. Das hier gefällt mir eigentlich auch ganz gut. Das ist so ein bisschen... Hat ein interessantes Material. Das ist hier noch so ein kleines Karo-Muster mit drin. Ich glaube fast, das hier ist so ein bisschen das langweiligste von den Oberteilen, aber ja auch nicht so schlimm, auch eher so ein Basic Piece. Und hier, oh, da haben die Entwickler ihre geometrische Seite rausgelassen, hier mit so kleinen Quadraten drauf. Ja, 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 okay. Weiter geht's mit den neuen Beinbekleidungen. Hier haben wir zwei neue Röcke, sehe ich hier schon spontan. Das hier hat dieses obligatorische Kästchenmuster. Ja, ganz ehrlich, werde ich meinen Sims höchstwahrscheinlich nicht so oft anziehen, aber ist eigentlich trotzdem ganz cool. Ja, ist auf jeden Fall, sagen wir mal, so ein bisschen starr hier irgendwie. Es geht so sehr geradlinig nach unten. Soll wahrscheinlich auch so sein. Sagt mir jetzt persönlich auch nicht so ganz zu. Es geht hier leider auch so weiter. Das ist jetzt auch nicht so ganz mein Fall. Aber ganz ehrlich, ich darf wahrscheinlich sowieso nichts sagen. Ich habe da sowieso gar keine Ahnung.
wie ihr schon vielleicht in meinen Videos gemerkt habt, ich habe irgendwie immer so ein Hemd an und dann darunter ein T-Shirt. Irgendwie hat es das so ein bisschen bei mir so durchgeschlagen. Eine neue Jeans in verschiedenen Farben, auch ein bisschen bunter, also nicht nur diese klassischen Jeansfarben. Ja, ganz ehrlich, die ist doch ganz cool, dieses hochgekrempelte, auch wieder so ein bisschen weiter geschnitten. Und wir haben diesen Rock hier bekommen. Oh, dieses Gesamtoutfit gefällt mir tatsächlich ganz gut. Das hat irgendwie so ein bisschen was Geradliniges, Modernes. Aber irgendwie mag ich das. Jetzt hier leider nicht mit ganz so vielen Mustern. Hätte vielleicht jetzt noch so das ein oder andere Muster mit reingekonnt. Das hier sieht dann hingegen wieder so ein bisschen klassischer aus. Auch in so verschiedenen Farben, obwohl ich diese Farbkombination jetzt nicht so ganz nachvollziehen kann. Wir haben dieses Gesamtoutfit erhalten. Hier, da glitzert es fast so ein bisschen. Es sieht so ein bisschen so aus. Auch eine interessante Kombi. Ich glaube, ich würde niemals so ein Oberteil mit dem hier kombinieren, mit diesem Gesamtoutfit. Ja, von den Farben ist jetzt auch wieder ein bisschen was Bunteres dabei. Aber so diese Schwarz- und Weißfarben müssen immer mit dabei sein, diese Farbalternativen. Ich glaube, das haben sie fast hier mit jedem Outfit mit reingepackt. Wir haben einen Jogginganzug hier, auch mit so kleinen Glitzersteinchen drauf. Das hier sieht definitiv aus wie etwas, was wir schon im Basisspiel hatten. Die Sachen sind entweder extrem cool oder treffen irgendwie gar nicht meinen Geschmack. Es ist so diese beiden Extreme, also gar nicht so viele durchschnittliche Sachen, habe ich das Gefühl. Ja, hier mit so ein bisschen weiteren Ärmeln, okay. Haben wir hier auch verschiedene Muster, ja, okay. Einmal einfarbig, einmal mit diesen Blümchen drauf. Und dann als letztes dieses Gesamtoutfit hier. Oh, das ist ja auch spannend, hier mit diesem Gürtel noch. Ja, also ich glaube, von der Auswahl haben die Entwickler irgendwie wieder so eine eigene Richtung gefunden. Wir haben gar keine neuen Schuhe bekommen. Kommt, glaube ich, auch nicht so oft vor. Schuhe sind eigentlich immer mit dabei. Wie sieht es denn hingegen mit den neuen Accessoires aus? Wir haben eine neue Leggings bekommen, die man jetzt natürlich sehr schlecht sieht. Die sieht auch so aus, als hätte sie hier sehr viele Taschen. Ja, ja. Ist bestimmt zum Sport ganz praktisch. Würde ich meinen Sims persönlich jetzt auch nicht so anziehen. Haben wir hier oben neue Accessoires bekommen? Da bin ich auf jeden Fall mal gespannt. Okay, wir haben diese neuen Ohrringe bekommen, die hier auch so ein bisschen glitzern. Die sind echt cool. Die sind auch so ein bisschen specialiger. Ansonsten haben wir hier nichts Neues bekommen. Und weiter geht's mit den Männern. Ich habe fast das Gefühl, dass die Männer sogar mehr Sachen bekommen haben als die Frauen. Ist normalerweise immer andersrum. Ist auf jeden Fall irgendwie, glaube ich, mal erwähnenswert. Also was sich hier so ein bisschen durchzieht, habe ich das Gefühl, ist, dass die Sachen so ein bisschen weiter geschnitten sind, was ich eigentlich gar nicht schlimm finde. Ja, ich glaube, das ist doch auch eigentlich eine ganz coole Kombination hier, da kann man nichts sagen. Da haben wir auch noch dieses Oberteil hier bekommen, auch so ein bisschen eher in dieser gestrickten Optik. Sieht sehr warm aus, ich glaube, das können alte Sims ganz gut anziehen, weil, ja, so von den Farben weiß ich jetzt nicht. Überzeugt mich jetzt nicht ganz so, aber für ältere Sims passt es extrem gut. Wow, okay, ich muss zugeben, diese Jacke hätte ich auch gerne in echt. Die sieht wirklich cool aus, die mag ich sehr gerne. Wir haben diesen neuen Pulli bekommen, der sieht extrem warm aus. Hier mit so einer riesigen Tasche vorne. Da kann man theoretisch sein Pausenbrot hat man dann immer direkt mit dabei. Okay, die Kombination ist sehr cool. Das gefällt mir sehr gut. Die ist auch nice. Also ich denke, von den Farbkombinationen ist es doch eine ganz solide Auswahl, ein bisschen durchmischt. Ich finde es ganz gut, also die Sachen wirken teilweise so, als hätten die Entwickler sie auch wirklich für die älteren Sims konzipiert. Ich glaube, dass wir wirklich Klamotten hatten, die auch für die älteren Sims extrem gut passen. Hat mir bis jetzt auch noch nicht so. Es war natürlich immer so ein bisschen, da konnte man manchmal den älteren Sims solche Sachen zuordnen, aber so explizit war das, glaube ich, noch nie mit dabei. Das ist doch eigentlich auch ganz cool. Hier auch wieder mit dieser riesigen Tasche vorne. Ein neues T-Shirt mit kleineren Mustern. Hier einmal unten, einmal oben. Ja, ganz ehrlich, ist doch auch eigentlich echt cool. Das hier erinnert mich aus irgendeinem Grund an das The Sims 3 Inselparadies Erweiterungspack. Da gab es, glaube ich, irgendwie ein sehr ähnliches Oberteil, allgemein vom Stil. Das hat fast so ein bisschen was Maritimes, finde ich, hier oben mit dem Kragen. Der Pulli auch wieder so ein bisschen in so einer Häkeloptik. Der macht irgendwie auch was her. Also so allgemein von den Sachen, auch diese hier wieder so ein bisschen Opa-mäßig.
Also ganz ehrlich, auch wenn ich denke, dass ich nicht allen meinen Sims diese Klamotten geben würde, manche würde ich dann auch hier einfach im Cast ignorieren, finde ich doch, dass die Auswahl recht solide ist. Da ist, glaube ich, für jeden irgendwie was dabei. Es passt ganz gut zum Thema. Es sind auch fast so ein bisschen experimentellere Sachen mit dabei. Aus der Hinsicht kann das Pack, finde ich, schon mal glänzen. Ich habe jetzt gar nicht genau im Kopf, wie viele Erstelle-einen-Sim-Modus-Objekte wir bekommen haben. Aber ich glaube, so im direkten Vergleich gab es auch schon mal Packs, wo wir weniger Sachen bekommen haben. Okay, hier so ein Pulli wieder mit so einem Fake-Markenlogo. Der gefällt mir eigentlich auch ganz gut. Ja, würde ich jetzt persönlich auch nicht so ganz anziehen. Aber ich finde, so mit den Streifen, das hat doch irgendwie was. Gesamtoutfits bei den Männern nur dieses hier. Dieser, ja, sagen wir mal, sehr schreckliche Jogginganzug, den mag ich jetzt auch nicht so gern. Ja, diese Kombination ist ja wirklich irgendwie der Burner hier. Auch ein paar neue Hosen mit dabei. Wenn ihr gut aufgepasst habt, werdet ihr dieses Muster erkennen. Das hatten wir gerade auch so bei den Röcken von den Frauen. Ja, ganz ehrlich, ich finde, ja, ist okay. Dann haben wir dieses hier, das sieht fast aus wie so eine Badehose. Gefällt mir eigentlich auch ganz gut. Dann haben wir diese Hose hier, hatten wir gefühlt schon tausendmal im Spiel, aber wahrscheinlich der Vollständigkeit halber für alle, die noch nicht alle Packs haben, so wie ich, ja, ist das doch, glaube ich, ganz sinnvoll. Die hatten wir schon bei den Frauen, diese hier ist ebenfalls neu. Also ich muss zugeben, ich mag diese Art von Hose allgemein überhaupt gar nicht, deswegen finde ich leider auch diese Hose einigermaßen schrecklich. Ja, ist auch wieder, also ich glaube, diese Kombination könnte man jedem Opa anziehen. Ist jetzt auch nicht so ganz mein Fall, bin ich ganz ehrlich. Wir haben einen neuen Hut bekommen, stimmt. Den hatte, glaube ich, auch der Opa aus dem Trailer vom Erweiterungspack an. Ja, ganz ehrlich, der ist doch eigentlich ganz cool. An neuen Frisuren steht unter anderem diese hier bereit. Hier so ein bisschen geflochten. Die finde ich tatsächlich sehr cool. Die hatte ja auch dieser eine Kindersim auf dem Render. Ich weiß jetzt nicht genau, wie er heißt. Die Kinder und die Kleinkinder haben auch was bekommen. Das überspringen wir jetzt einfach mal. Ich glaube, das Spannendste ist nämlich einfach, uns die neuen Inhalte für die Säuglinge anzugucken. Die haben ja schon mit dem Update einige Sachen bekommen, die aber dann leider so ein bisschen von den Kleinkindern recycelt wurden. Dafür aber mit diesem Pack ein paar mehr. Ja, also ich glaube, diese Frisuren sind doch an sich wirklich ganz cool. Auch irgendwie sehr detailliert hier. Sehr viele so kleine Mini-Strähnchen, das gefällt mir eigentlich ganz gut. Eine neue Mütze haben wir ebenfalls bekommen. Die ist total niedlich hier mit diesen kleinen Katzenöhrchen. An Oberteilen stehen uns keine neue zur Verfügung. Da hätte ich jetzt gedacht, dass wir vielleicht doch irgendwas Neues bekommen haben. Aber dafür umso mehr haben die Entwickler scheinbar die Kapazität in die Gesamtoutfits reingesteckt. Da gibt es nämlich eine ganze Menge neue. Okay, das ist irgendwie wirklich sehr witzig. Es hat hier sowas Enten- bzw. Huhnmäßiges. Oh, das ist total niedlich. Hier was ein bisschen zugebundenes, sage ich mal. Ja, das ist dann eher so ein bisschen basic. Auch nicht so ganz mein Fall. Aber dafür umso cooler ist dieses Gesamtoutfit. Das gefällt mir doch eigentlich ganz gut. Da gibt es, glaube ich, auch ein paar schöne Farben. Hier dann noch so ein bisschen mehr fast pastelliges als bei den Erwachsenen. Aber es macht ja auch irgendwie Sinn. Das ist auch wirklich sehr niedlich mit dieser kleinen Tasche hier. Dann haben wir noch dieses hier. Das ist dann so ein bisschen was für den Sommer. Oh, ja doch, ich glaube, das ist eigentlich echt ganz cool. Da frage ich mich, warum die Entwickler das jetzt hier als Gesamtoutfit verpackt haben. Weil dieses Oberteil und das Unterteil könnte man den Sims ja jetzt irgendwie auch so geben. Aber das wissen die Entwickler wahrscheinlich wirklich am besten. Accessoires gibt's keine, Hosen gibt's keine, Schuhe gibt's auch keine. Aber dafür können wir die neuen Familiendynamiken festlegen. Dafür müssen wir hier zuerst erstmal wählen, in was für einem Verhältnis sie stehen. Ich würde jetzt sagen, sie sind einfach mal Ehemann und Ehefrau. So, und jetzt die Familiendynamik. Eng, distanziert oder Spaßvögel? Das ist die Tochter und hier sind wir auch eher fürsorglich, tolerant, schwierig. Krass, dass wir hier mehr Interaktion bzw. mehr Familiendynamiken haben. Spaßvögel klingt doch ganz gut. An neuen Merkmalen stehen, so wie ich das verstanden habe, keine bereit, was ich irgendwie schade finde. Und ein weiterer Aspekt dieses Packs sind die neuen Sims-Charakteristiken und Gesprächsthemen. Da bin ich wirklich extrem gespannt, inwieweit die wirklich ins Gameplay da ein bisschen mit reingreifen. Ich muss zugeben, die Entwickler implementieren gerne mal Features, wo man irgendwie Sachen auswählen kann, aber so richtig einen großen Einfluss haben die dann manchmal nicht, aber ich denke,
dass wenn man dieses Feature hier richtig ausgebaut hat, dann kann es richtig gut werden. Ich finde, selbst aus dem Entwickler-Livestream ist es noch nicht so richtig gut hervorgegangen. Deswegen würde ich sagen, wir wählen jetzt hier einfach mal was aus. Sie mag Naturfreaks und optimistische Sims, aber sie findet eher häusliche Sims doof. Ich meine, das widerspricht sich natürlich auch so ein kleines bisschen mit Naturfreaks. Also das bedeutet, die Sims-Charakteristiken beziehen sich hauptsächlich so ein bisschen auf die Merkmale. Das ist auf jeden Fall ganz spannend. Aus dem Bauchgefühl hätte ich jetzt fast gedacht, dass die Merkmale ebenfalls so ein bisschen schon das mit einschließen, aber scheinbar scheint es ja nicht ganz so zu sein. Ich interpretiere das jetzt einfach mal in ihr Aussehen hinein. Bei ihm definieren wir jetzt mal ein paar Gesprächsthemen. Ich finde, er sieht aus wie jemand, der gerne interessante Geschichten aus der Vergangenheit hört. Witze, ganz echt, wer mag denn keine Witze? Ja, komm, so Sims, die sich die ganze Zeit beschweren, das mag niemand. Böse Interaktion, ja komm. Ich glaube, damit wären wir doch ganz gut durch den Ersteller einen Sim-Modus durchgekommen. Gehen wir doch jetzt direkt mal in den Live-Modus. Dazu würde ich sagen, wir gehen erstmal nach Forgotten Hollow. Das ist natürlich nicht der Fall, sondern wir schauen uns die neue Welt Sun Sequoia an. Ach, ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich liebe diesen Moment, wenn man immer diese Weltenkarte, die man durch pixelige Screenshots sieht, dann selber im Spiel mit dieser interagieren kann. Das ist total cool. Boah, also ich muss sagen, die Weltenkarte an sich gefällt mir eigentlich echt ganz gut. Diese Brücke ist hier natürlich sehr dominant auf jeden Fall. Ich würde sagen, wir wählen jetzt einfach mal dieses Häuschen hier. Das ist doch, glaube ich, ganz passend. Jetzt sind wir hier in Sun Sequoia. Ich muss leider zugeben, dass mich dieser Stil der Welt nicht so ganz abholt. Einfach aus dem Grund, weil wir schon so viele Welten in diesem Stil hier hatten. Es ist so wieder so ein bisschen dieser Vorstadt-Look, dieser verschlafene Vorstadt-Look. Und irgendwie habe ich fast langsam so ein bisschen davon genug. Aber an sich, ganz ehrlich, die Welt ist trotzdem wunderschön und sie hat viele coole Details. Oh, das Wasserspiel. Wollen wir direkt mal das Wasserspiel ausprobieren? Ich glaube, das machen wir hier direkt doch mal. Zwar jetzt nicht ganz so realistisch, in echt würde man jetzt, glaube ich, nicht, wenn man gerade erst eingezogen ist, zum Wasserspiel laufen. Wir machen das jetzt hier einfach mal. Im Wasser spielen. So, das muss doch jetzt einfach mal sein. Da wird jeder Erwachsene so ein bisschen wieder zum Kind. Aber ich muss zugeben, das hier ist schon irgendwie eine ganz coole Region, ganz ehrlich. Du fühlst dich hier gerade nicht ganz so wohl, weil es so nass ist, aber es wird jetzt noch umso nasser. Komm, ihr spielt doch jetzt hier mal eine Runde. Das muss doch jetzt einfach sein. Hier haben auch schon andere Sims die Idee gehabt, hier mal herzukommen. Ja, doch, die Animationen sind doch eigentlich echt ganz cool. Aber ich bin mir gerade fast nicht ganz sicher, ob das Animationen sind, die wir bereits im Spiel haben. Tatsächlich kann man hierher leider nicht ganz so viel machen, aber hier mal so ein bisschen damit zu interagieren, ist halt schon irgendwie ganz witzig. Schade, dass dieses Häuschen hier nicht bewohnbar ist. Das ist extrem cool. Lass uns doch einfach mal hier so ein bisschen uns umschauen. Also so von der Dekoration, von der Architektur. Dieses Gebäude ist echt cool. Das hier ist also das sagenumwobene Erholungszentrum, von dem wir schon im Blog-Eintrag ganz viel gehört haben. Da schauen wir später auch noch vorbei, würde ich sagen. Da geht's jetzt hier schon mit den Marotten los. Ich habe eigentlich gar nichts wirklich gemacht und wir haben jetzt hier schon die erste Marotte-Blähungen. Bernadette hat einen empfindlichen Magen. Säuglinge mit der Marotte-Blähung haben häufiger Gas im Bauch und sind quengeliger, da sie sich unwohl fühlen. Bernadette sieht extrem unglücklich aus. Das macht mich hier fast so ein bisschen traurig. Wollen wir ihr mal eine gute Nachtgeschichte vorlesen? Vielleicht so ein kleines Nickerchen soll ja wahre Wunder bewirken. Ich glaube, das wussten wir aus dem Entwickler-Livestream auch nicht. Wie ihr seht, Bernadette hat jetzt hier das Spaßbedürfnis gesperrt, dadurch, dass sie noch nicht den Meilenstein des Hinsetzens freigeschaltet hat. Das wusste ich auch noch gar nicht, dass es so in dieses Gameplay eingreift. Also das ist schon ein sehr cooles Detail. Damit hätte ich jetzt gar nicht gerechnet, dass es hier so funktioniert. Schauen wir doch mal weiter, wie sich die Meilensteine noch so ein bisschen in das Gameplay auswirken. Die sind ja auch ebenfalls Teil dieses neuen Packs. Oh, wenn sie hier weint, dann tut es schon fast so ein bisschen weh. Aber die Blase wurde jetzt zumindest gerade ordnungsgemäß. Und wir haben schon wieder hier eine neue Marotte enthüllt. Kuschelig einschlafen. Bernadette schläft nur gerne ein, wenn sie gehalten wird. Säuglinge mit der Marotte kuschelig einschlafen schreien, wenn sie zum Schlafen abgelegt werden, selbst wenn sie beruhigt wurden. Sie schlafen lieber, wenn sie gehalten werden oder sich in einer Rückentrage befinden. Ich glaube, da wäre ich ehrlich gesagt das komplette Gegenteil davon. Oh, also die Animationen sind wirklich total niedlich. Hier haben wir jetzt auch einen der Wickeltische, die es mit diesem Pack gibt. Die sind ja leider nicht mit dem Basisspiel Update hinzugekommen, sondern exklusiv mit diesem Pack. Haben sich schon viele in der Community beschwert,
Ich muss zugeben, dass ich aber auch gar nicht damit gerechnet habe, dass wir diese einfach im Basisspiel erhalten, weil es in der Sims-Reihe noch nie so war. Dein Spaßbedürfnis ist zwar noch gesperrt, aber wie wär's, wenn wir jetzt einfach mal wirklich hier das kleine neue Spieldings hier ausprobieren? Jetzt sehen wir auch gleich nochmal die neuen Animationen dieses Spieldings hier. Oh, wir werden angerufen. Wer bist du denn? Okay, wir wurden jetzt hier von einer wildfremden Person angerufen. Säuglinge können ganz schön anstrengend sein, besonders für frisch gebackene Eltern. Ja, da würde ich jetzt gar nicht so weit widersprechen. Ich habe mich auf Kinderbetreuung spezialisiert und bereits vielen Familien in deiner Nachbarschaft geholfen. Ich würde dir gerne ein paar Tage unter die Arme greifen, falls du bereit bist, mich bei dir wohnen zu lassen. Ganz ehrlich, in echt würde ich dieses Angebot definitiv ablehnen. Das ist so ein bisschen creepy, aber bei den Sims können wir jetzt einfach mal ganz getrost hier auf klar klicken. Dann bin ich mal gespannt, wer da vorbeikommt. Aber du gehst jetzt hier erstmal aufs Klo. Das ist, hat jetzt erstmal Prio 1. Oh, okay. Da ist sie schon. Wie schnell ist sie denn jetzt hier anmarschiert? Ah, okay. Wir sehen jetzt hier auch Übernachtungsbesuch. Dadurch, dass sie jetzt hier sich bei uns einquartiert hat, wird sie jetzt auch hier im Kalender dargestellt. Wer bist du denn überhaupt? Ich kenne dich doch gar nicht. Freundlich vorstellen. Sie hat auch hier ihren Koffer mitgebracht. Mit dem kann man ja auch interagieren. Das finde ich auf jeden Fall sehr cool. Nasse Kleidung ausziehen, Koffer hochheben. Er scheint hier so ein bisschen Probleme mit dem Koffer zu haben. Auch spannend, dass jetzt hier fremde Sims vorbeikommen und uns hier unterstützen. Das wusste ich auch nicht. Also dieses Feature ist ja hauptsächlich so ein bisschen für die ältere Sims so ein bisschen gedacht. Dann begrüßen wir sie doch einfach mal. Ich bin ehrlich gesagt noch gar nicht so krass in die einzelnen Kategorien hier reingegangen, aber ich mag wirklich diese neue Gruppierung. Das war längst überfällig. Und endlich müssen wir nicht immer oben auf dieses Mehr Anzeigen klicken, bis wir endlich mal die richtige Interaktion gefunden haben, sondern das ist jetzt hier schön sortiert, so wie es ja eigentlich auch sein soll. Okay, wir können sie jetzt auch anweisen, ob sie helfen soll oder sich eher entspannen soll. Ganz ehrlich, wir sind völlig überfordert. Das Kind hat so schlechte Laune, hier ist wütend. Ich glaube, wir brauchen hier wirklich so ein bisschen Unterstützung. Boah, sie ist ja richtig fleißig hier und räumt noch unseren Müll weg. Das ist mir schon fast unangenehm. Ich glaube, meine Gäste sollten jetzt hier nicht so in diesem Ausmaß mithelfen. Aber es ist doch wirklich nett, dass du das hier machst. Ich finde, sie sieht fast aus wie Jasmine Holiday für alle, die sie noch kennen, bloß in alt. Ich glaube, es ist sogar dieselbe Frisur, oder? Oder irre ich mich gerade? Leute, ich glaube, wir müssen noch mal ein bisschen die neue Welt erkunden. Jetzt haben wir ja schon diese Region hier gesehen, die, wenn man rauszoomt, schon irgendwie was hermacht. Jetzt haben wir hier auch die Brücke. Weiter geht's in Ankerpunkt Pier. Ich habe jetzt einfach mal unsere Sims hier hingeschickt. Und, was ist das denn? Achso, ja, damit kann man leider nicht interagieren. Wie so oft leider in die Sims 4. Die Region finde ich vom Stil fast ein bisschen spannender, weil die Gebäude so von der Architektur irgendwie fast so ein bisschen was Einzigartiges haben. Die erinnern mich schon fast so ein bisschen an die Gebäude aus dem Meine Hochzeitsgeschichten Gameplay Pack. Aber ich muss sagen, dieser Hafenbereich hier vorne, beziehungsweise dieser Bereich hier direkt am Meer, der ist wirklich hübsch. Hier gibt es auch wieder diese kleinen Bütchen, die es gefühlt überall gibt. Ach, aber ich muss sagen, diese Region finde ich wirklich eine Ecke cooler. Wollen wir uns jetzt einfach mal einen Kinofilm angucken, auch wenn es eigentlich fast irrelevant ist, weil man den Sims sowieso nicht so ein bisschen dabei zusehen kann. Ich glaube, das ist fast das Highlight so ein bisschen aus dieser Region. Ja, okay, jetzt müssen wir leider draußen bleiben. Aber zumindest ist das Kino von außen echt cool animiert. Also es gibt ja schon so ein bisschen was zu sehen außen, auch wenn es nicht so viel ist. Was ist passiert? Als der Sim vor Eduard vor der Toilette zurückkommt, dreht er sich zu ihm um und fragt, was er verpasst habe. Soll er ihn schnell auf den neuesten Stand bringen oder die Frage ignorieren? Komm, wir sind doch einfach mal freundlich. Ja, okay. Wird aber kurz darauf von einem Mitarbeiter des Kinos angesprochen. Dieser ist der Meinung, dass Eduard die anderen Besucher störe und wirft ihn aus dem Kino. Wie unfair, ja. Manchmal ist nett sein auch einfach die falsche Entscheidung. Ich glaube, diese Werte will uns dieses Spiel hier vermitteln. Weiß ich jetzt nicht so ganz, nein, Spaß, aber das war wohl nicht ganz so erfolgreich. Der Film scheint allgemein nicht so gut angekommen zu sein, deswegen ist es jetzt auch halb so wild. Ich finde es trotzdem irgendwie witzig, dass wir jetzt so die Rabbit Holes aus The Sims 3, die wir da noch verteufelt haben, jetzt plötzlich wieder im Spiel haben. Sonst gibt es hier einfach noch so ein Klavier in der Welt, das ist irgendwie ganz cool. Hier wurde, glaube ich, dieser eine Screenshot mit dem Kind, was Fahrrad fährt, aufgenommen an dieser Stelle.
Wie sieht's denn so bei euch ja daheim aus? Ich glaube, Bernadette geht's immer noch gar nicht mal so gut. Ja, ganz ehrlich, wenn ich hier die ganze Zeit, den ganzen Abend hier liegen würde, wäre mir das auch irgendwann zu blöd. Was willst du denn eigentlich? Oh, die neuen Animationen sind irgendwie so niedlich. Ihm scheint es hier gar nicht gut zu gehen. Vor allem, ganz ehrlich, hier ist so ein fettes Gewitter noch im Hintergrund. Das macht ihm dann auch so ein bisschen Angst. Ach, Leute, der klassische The Sims 4-Fehler ist wieder so ein bisschen da. Ich habe das Gefühl, ich kann hier mit dem Kleinkind so wenig machen, weil die Interaktion hier einfach nicht reinrutscht. Er heult jetzt hier. Ich weiß nicht, ob das irgendwie so gedacht ist, aber sie will ihn jetzt hier einfach nicht ins Gitterbett bringen. Es dauert alles ewig. Es ist schon so ein kleines bisschen nervig. Du wirst jetzt hier nicht auf dem Boden schlafen. Deine Mama soll dich jetzt mal ins Bett bringen. Bernadette kann jetzt endlich gurren. Also es geht hier schon recht schnell voran. Ich glaube, jetzt allein an diesem ersten Tag haben wir schon 3 kleine Meilensteine hier freigeschaltet. Du bist ganz schön schlau scheinbar. Hier sehen wir ebenfalls nochmal die neuen gesellschaftlichen Ereignisse, die es gibt. Leider ist unser Haushalt ein bisschen zu klein, dass wir die jetzt mal antesten können. Es gibt eine Babyparty, gibt es ja neu auch diese Familienvereinigung und wir haben diese neue Pyjama-Party, das ist diese hier. Ihr scheint relativ ausgeschlafen zu sein und ich glaube, jetzt besuchen wir einfach nochmal das Erholungszentrum, ebenfalls ein paar dieser neuen Erweiterungen. Boah, ich glaube, um 7 Uhr würde ich jetzt persönlich hier auch noch nicht aufstehen. Aber da wären wir auch schon. Es gibt ja so ein paar neue Aktivitäten. Wir können ja jetzt hier so Puzzle spielen. Es gibt ein paar lustige Aktivitäten, was auch immer Sabatsch ist oder wie auch immer man das ausspricht. Probieren wir es doch jetzt einfach mal aus. Das sieht hier so ein bisschen aus wie Domino. Also wir haben hier auch viele neue Aktivitäten für diesen Spieletisch hier bekommen. Was gibt's denn hier noch so? Sie spielt, okay, sie spielt hier mit sich selber Schach. Ist, glaube ich, relativ einfach. Hier gibt es dann so eine kleine Baby-Ecke, die ist doch ganz niedlich. Dann gibt es hier so ein bisschen diesen Rezeptionsteil. Die Sims werden sich bestimmt alle hier am Computer versammeln. Ich sehe es jetzt schon. Hier sieht leider auch wieder alles komplett anders aus, als es im Trailer der Fall war. Aber hier oben haben wir ebenfalls nochmal so ein paar kleine Aktivitäten. Hier ist so ein kleiner Musikraum. Also an sich, so von den Dingen, die man hier tun kann, ist doch auf jeden Fall ganz viel dabei. Nox aus dem Nachhaltig-Leben-Erweiterungspack ist ebenfalls da. Ihr scheint hier doch einigermaßen Spaß zu haben, aber Bernadette wird hier einfach eiskalt ignoriert. Sie hat jetzt hier wieder so einen kleinen Meilenstein freigeschaltet. Sie kann jetzt wohl hier ihre Hand nach etwas ausstrecken, auch ganz spannend. Und ich glaube, damit wären wir auch am Ende dieses Videos angekommen. Wir haben natürlich noch nicht mal ansatzweise alle Features im Detail gesehen, die dieses Pack zu bieten hat. Aber ich denke, als erster Eindruck war das doch vielleicht ganz gut. Ich werde auf jeden Fall in einem zweiten Teil nochmal diese Erweiterung ein bisschen näher, detaillierter spielen. Bis jetzt ist mein Eindruck eigentlich doch recht positiv. Also ich glaube, jetzt kann man schwer ein richtiges Zwischenfazit schon ziehen. Aber ich glaube, so vom groben Inhalt, beziehungsweise nicht vom Inhalt, sondern eher so von der Quantität der Features, kann man sagen, dass es so ein bisschen ist wie in dem The Sims 3 Generationen Erweiterungspack, Lebensfreude, wie es im Deutschen heißt. Da war es ja auch so, dass nicht unbedingt so dieses eine zentrale Feature hinzugefügt wurde, sondern sich das so ein bisschen verteilt hat. Und ich habe fast das Gefühl, dass es in diesem Pack auch so der Fall ist. Es gibt sehr viele kleine Neuerungen. Natürlich diese Familienfeatures wurden so ein bisschen erweitert. Das Übernachten scheint einigermaßen umfangreich zu sein, was ich am Anfang gar nicht wirklich erwartet habe. Und ich kann mir auf jeden Fall vorstellen, dass dieses Pack eines der Community-Favoriten werden wird. Das wird sich dann aber auf jeden Fall noch zeigen. Ich muss zugeben, dieses Erholungszentrum ist fast so ein kleines bisschen unnötig. Also so wie es hier gebaut ist, finde ich es eigentlich ganz nett. Es ist auch so vom Grundstück ganz okay. Aber ich glaube, das kann man auch bereits, wenn man einfach nur das Basisspiel installiert hat, kann man so eine Art von Grundstück doch bereits umsetzen. Wenn ihr das Pack günstig haben wollt, schaut auf jeden Fall bei Instant Gaming vorbei. Da könnt ihr euch dieses Pack nochmal, glaube ich, ungefähr 5 Euro günstiger holen, als es bei EA der Fall ist. Und ihr unterstützt mich auch noch zusätzlich, wenn ihr das gerne wollt. Den Link zum Pack findet ihr auf jeden Fall in der Beschreibung. Und dann würde ich sagen, man sieht sich bei einem der nächsten Videos hier auf simsblog.de wieder.